Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Kuro 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 Rin. Und wir sind in der Höhle angekommen. Oh, Sam! Und er hat uns gerade gesagt, erklärt und gesagt, dass wir mit A und B schneller schwimmen, fliegen können, meine ich. Klar. So, die Musik hier in diesem Level erinnert mich an irgendwas total Altes, an irgendeinen Anime, aber ich kann mich nicht entsinnen, an welchen genau. Und die Vögel fallen immer runter, wenn ich an die Sprungfedern gehe. Ich finde das irgendwie niedlich. Das war knapp. Okay, ich habe nichts gesagt. Puh. So, Höhle Level 2. Man sieht oben links schon, dass es total blöd jetzt wird. Aber die Höhle ist echt... Also ich mag die Höhle am wenigsten von allen Leveln. Ich glaube, weil hier zum ersten Mal total blöde Elemente ins Spiel reinkommen. Also eigentlich die gleichen wie bisher, auch nur einfach mal overused. Und zwar auf jeden Fall overused. So, drehe ich mich jetzt richtig rum. Ah, es ist, glaube ich, egal. Und hierfür muss ich mich jetzt wie rumdrehen? Ach du Schande, ich hasse das. Okay. So, das sind Walzen oder wie auch immer man das nennen will. Die machen uns leider platt. Puh, wenn wir rankommen. Also die machen auch nur einen Schaden, aber das ist ja schon genug. Wir wollen ja nicht mal einen. Ach so. Shit. So, ich will aber jetzt mal schnell hier durch, weil irgendwo muss doch hier noch das Item sein. Oder habe ich das gerade schon gesammelt? What the fuck? Hier ist aber kein Item mehr, ne? Vor allem jetzt komme ich gut durch, nachdem ich getroffen wurde. Toll, so, play again. Gut, dann ist hier gar nichts mehr in der Höhle. Okay, das ist strange. Whatever. Hüpfen wir einfach mal. Habe ich das schon gesammelt, die Farbe etwa? Nee, warte mal, Farbe hab... Nee, Form brauche ich. What? Ich bin gerade leicht verwirrt, wie man vielleicht merkt. Was gibt es hier gleich nochmal? Wir sind in Stage 2, ne? Na, dann gibt es hier eine Form. Aber welche Form soll es denn hier geben? Whatever. So, ich husch mal schnell hier durch. Und drüben. So, jetzt muss ich mir den sicheren Weg hier durchbuxieren. Ich hasse diese Stelle. So eine beschränkte Idee, überall diese verkackten Sprungfedern hinzusetzen. Mann. So, jetzt sind wir aber wirklich schon... Okay, jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Wie rum muss ich sein? Ich würde mal sagen, so rum. Und dann ist, wenn das hier so komisch aussieht... Ach du Schande. Es war so klar. Nein! Egal. Wir haben das jetzt. Wir hatten es. No! Ja, jetzt wird das Spiel leider schon anspruchsvoller. Okay, so. Wie gesagt, die ersten vier Welten sind simpel. Danach wird's übel. So, ich will unbedingt dieses blöde Item haben, weil ich möchte alles haben. Und hoch, ran und hoch, ran und durch. Fast durch. Jetzt nehme ich die kleinen Vögel hin. Verschwunden. Ah, da sind sie ja. So, jetzt möchte ich hier durch, ohne... Ach so, puh. Ja, wenn man in einem Herzsteck kann man getroffen werden, dann macht das nichts. Ich glaube, jetzt bin ich sogar günstiger von der Drehung, um da durchzukommen. Ah, das sieht gut aus. Ja, das sieht richtig... Wow, so hätte das auch von Anfang an klappen können. Okay, das hätte schon wieder böse enden können. So, wie mache ich das jetzt? Nein! Oh, dumm! Okay, das war gerade extrem mega fail. Oh nein, und da ist auch schon das Ziel. Da muss ich moonen. Ja, so sieht das aus, wenn man den Level nicht richtig geschafft hat, sondern nur durchgekommen ist. Wie dem auch sei, wir müssen ja jetzt nicht mehr durch diese komische Stelle, weil wir den Gegenstand schon haben. Das meinte ich auch mit vorhin mit, man kann auch einfach den Level so beenden, wenn man den Gegenstand gesammelt hat, weil man ihn danach nicht mehr sammeln muss. So, bonk und ran und bonk und ran und... Wow, ist gar nichts mehr zum Rankommen. Das wäre jetzt ganz schön übel gewesen. So. Das traue ich mich, glaube ich, noch nicht. Aber jetzt traue ich mir's. So, jetzt drehen wir uns, glaube ich, wieder richtig rum. Also, passend für das Jahr. Sieht sehr gut aus. So, vor... Oh mein Gott. Vorsichtig. Hier durch. Oh Mann. Das ist auch mit Gamepad eine ganz andere Spielerfahrung als mit dem digitalen Steuerkreuz vom GBA.
So, jetzt möchte ich bitte einmal hier rum. Okay. Oh, das gibt's doch nicht, diese verkackten Sprungfedern. Los, bring mich um, bring mich um, bring mich um. Oh yeah. So, jetzt machen wir das nochmal. Dämische Sprungfeder. Mist. Zeug. Gebims. Ah. Beherrschen Elik, es gucken Leute zu. Beherrschen Elik, es könnten deine Neffen sein. Na gut, mehr als Mist und Dreck und auch so ein Scheiß wird wahrscheinlich eh nicht rauskommen, aber... Es ist trotzdem doof und gehört sich nicht. Darum versuche ich das jetzt irgendwie hinzubekommen, ohne schon wieder von so einer blöden Walze zerlatscht zu werden. Das gibt's ja nicht. Und ich glaube, wir müssen uns so rumdrehen. Nein, natürlich nicht, aber wir können uns ja hier zurückdrehen. So, und jetzt hier durch. Vor allem die Stelle sehe ich jetzt schon zum wievielten Mal? Zum dritten Mal? Nervig. Unglaublich nervig. So, nur aber. Ah, stell mich doch sonst nicht so doof an. So, nun hat sie es aber. Jetzt hätte ich hier nochmal anecken müssen, das wäre es gewesen. Ah, endlich. So, Höhlenlevel 3. Jetzt habe ich für die Höhle so lange gebraucht wie für zwei Welten aus dem letzten Teil. Toll. Das erste hätte ich mir sparen können, glaube ich fast. Oder das zweite, je nachdem. Ah, das habe ich gut gemacht. Oh mein Gott. Okay, das war jetzt ganz schön dreist. Ich muss jetzt so rum, ja, klar. Das sieht dumm aus, aber es ist... Okay. Oh yeah! Okay, das mache ich, glaube ich, nochmal neu. Blödes Rumgehampel mit dem Stab. Es tut mir leid, Leute, dass ich das jetzt so in die Länge ziehe. Das war nicht geplant. So, einmal daran, einmal daran und rum. Och. Puh. So. Was? Ich. Ja, hier durch. Wow. Okay. Das war gerade überfordernd. Ich dachte, da unten ging es noch weiter. Oh mein Gott. Ja, das haben wir nicht gesehen. Das haben wir bitte nicht gesehen. Das war ja gerade extrem. Psst. Das war nicht meine Schuld. Das war... das war so ein Vogel. Oh nein, ich meine nicht den, der hinter dem Steuer sitzt. Okay, so jetzt... Ich will auf der Seite bleiben. Ich bin so ein Gewohnheitstier, ich kann das sonst nicht. So, hätten wir das. Jetzt warte ich mal kurz hier. Ich weiß ja, wie das geht. Oder auch nicht. Ja, auf jeden Fall müssen wir so hier durch. Achso, jetzt muss ich mal schnell noch hier durch. Warum pushe ich eigentlich hier durch? Das braucht doch kein Mensch. Wow, das ist krass, was hier alles geht. What? Komm ich auch so rum hier durch? Nee. Fail. So. Jetzt hüpfe ich trotzdem mal noch schnell hier durch. Das ist doch wohl zu schaffen. Das kann doch nicht so schwer sein. Und ich merke gerade, dass es so viel schneller geht. Na, und so. So, einmal kurz hier. Puh, der Level bringt mich schon ins Spitzen. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass Sommer ist und das mich zum Spitzen bringt. Ich drehe mich mal. Nee, das ist großer Käse. Das ist der größte Käse, den es gibt. So, jetzt aber. Boah. Puh. So, der Rest vom Level dürfte ja nur nicht so schwer sein. Einmal hier rum. Der Level hat hier relativ viele um den Bogen schwirren und dann andersrum drehen Elemente. Ah, wie komme ich denn jetzt hier durch? Was? Okay, lass mich mal kurz überlegen. Ich darf an gar keinen ran. Okay, das ist echt gemein. Wie habe ich das denn vorne? Ach so, vorne bin ich einfach durchgerauscht und habe das zufällig mal geschafft. Alles klar. So, dann drehen wir uns jetzt noch hier durch. Und dann noch hier durch. Und jetzt drehen wir uns bestimmt falsch rum. Ach, ich hasse das Spiel. So, jetzt drehen wir uns aber richtig rum. Bonk. So, wie komme ich jetzt hier am besten durch? Ach so, ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich darf nur hier nicht an den Bumper ran. An den Sprungfeder darf ich nicht ran. Und ich bin schon eine Minute über dem Rekord. Da kann ich mir jetzt auch Zeit lassen. So, boah, das war ja nervig. Hey, Gekilin! So, den fünften gerettet. Von ich weiß nicht wie vielen Kindern. Jetzt sind wir im Cloudland. Cloudland ist auch übelst toll. Das klingt voll harmlos und voll niedlich und hat aber voll die asozialen Stellen drin.
Ach, ich mag das. Und ich habe vergessen, mich an die Regel zu halten, dass ich immer make-upen werde, nachdem ich eine Stage geschafft habe, also 3. Doof. Das werde ich nach dieser Stage tun, sollte ich es bis dahin nicht schon wieder vergessen haben. Was holen wir uns? Den werde ich nehmen. Der ist ja voll psychisch. Ah, der ist schön. Den mag ich. Und das ist auch schon das Ziel. So, ich habe nicht vergessen, dass ich make-upen möchte. Los, verschwinde. Blöde Anzeige. So, und dann gehen wir jetzt gleich in Make-up. Und zwar nehme ich... wie sieht denn das alles so aus? Ich nehme das und das und nehme... Das sieht extrem krank aus. Das sieht auch krank aus. Aber ich habe mir ja gesagt, ich nehme immer die neuen Stäbe. So. Ich glaube, hier irgendwo in der Welt fliegt doch so ein Dumbo-Verschnitt im Hintergrund rum. Ich glaube, das waren noch gerade seine Ohren, die man da sehen konnte. Vielleicht waren es auch nur Vögel. Nein, da unten ist der Dumbo. Ach, ist der süß. Ach, ich liebe dieses Spiel. Es ist so niedlich. Moment. Das war jetzt gerade allerdings ganz und gar nicht niedlich. So. Da ist nämlich das Item, was wir wollen. Egal, ich schon. Oh, was zur Hölle. Oh. Okay. Das war echt knapp, aber ich glaube, es gibt einen leichteren Weg. Den werde ich... Oh Gott, wenn ich die Karte schon sehe. Den werde ich jetzt auch nehmen. Indem ich mich einfach andersrum drehe. Ah, und der dicke Vogel sieht auch voll cool aus. Oh, ich mag das Spiel. So, und zwar, wenn ich mich nicht so rumdrehe, oder? So rum muss ich mich drehen, genau. So, und der Weg hier oben ist bedeutend leichter. Man hat einfach viel mehr Platz, um da durchzumanövrieren. Plus, man hat diese kleine süße Anzeige, die mir gerade eben den Arsch gezeigt hat. Und irgendwie, ach, ich finde das jetzt nicht sehr nett. Ich mach das gleich nochmal. Grrr, gemoin! Oh, ein Wolkengeist. Oder ein Wolkenschneemann, ich weiß es nicht. Oh, ein Wolkenschaf. Ein schönes Spiel. So, dann werde ich jetzt doch nochmal den verkackten Weg nehmen, weil der doch einfach kürzer war. In der Hoffnung, dass ich das nicht schaffe. Fail, was mache ich denn hier für ein Kram? Jetzt schaffe ich wahrscheinlich nur die Wolkenwelt in dem Part. Das ist doch dumm. Oh! Okay. Was auch immer das gerade war. Es war mal kurz eine kleine Zuckung von meiner Seite aus. Was zur Hölle? Okay, so. Ich möchte unbedingt die Wolkenwelt noch in dem Teil abschließen. Also falls ich es jetzt nicht gleich schaffe, ich werde jetzt nochmal den leichteren Weg probieren. Da ist doch nicht umsonst der leichtere Weg. Kann ich mir nicht vorstellen. So. So, jetzt muss ich nur noch... Die Stelle versch... Ich weiß, wie ich es so machen muss. Ach, ich bin so ein Idiot manchmal. Ah, ein Mond. Der Mond ist hässlich. So. Ob ich in der Schule auch geflucht habe, wo ich da angeeckt und zerplatzt bin? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, ich wusste auch nicht, dass ich nicht anecken darf. Insofern war mir das, glaube ich, so ziemlich Pups. So. So geht das nämlich. So, und jetzt lasse ich mich einmal hier treffen. Also, ja. Also, ich lasse mich einmal kurz drehen. Damit ich hier durch... Komme ich da überhaupt so durch? Ich hasse es, wenn mir die Drehungen in den falschen Rad... Moment. Okay, ich weiß jetzt eh, wie ich durch die Stelle komme. Jetzt schaue ich mich nochmal um. Oh mein Gott, ich habe nicht mehr so viel Zeit für diesen letzten Teil. Aber ich hoffe mal nicht, dass ich im letzten Level davon nochmal so lange brauchen werde. Obwohl da schon... Ich glaube, ich werde schon allein die 15 Minuten nur mit diesem Video hier voll bekommen. Meine Güte, also mit dieser Stage, wie stelle ich mich denn hier an? So schwer kann das doch nicht sein. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so oft dazu komme, was zu sagen in dem Spiel. Aber scheinbar zum Ranten ist es doch teilweise geeignet, um sich aufzuregen. Über die eigene Dummheit teilweise. Wahnsinn. So, durch. So, jetzt überlege ich... Nee, okay, die Idee, die ich gerade eben hatte, war total halsbrecherig und sinnfrei. Und das ist der richtige Weg. Och, ich hasse es, wenn die Wege falsche Sprungfedern da geben. Grrr. So, dann machen wir jetzt noch die letzte Welt. Wir haben noch eine Minute circa. Na, das kann ja was werden. Die Genie-Welt. Oh mein Gott. Voll mit fliegendem Teppich und so einem Klimbims, ne? Finde ich schön. So. Jetzt drehe ich mich mal daran. Und dann drehe ich mich hier unten ran. Ich hoffe jetzt, dass die Sprungfedern richtig sind. Okay, da oben geht's nicht lang. Und da fliegen viele kleine Vögelchen. Stimmt, in dieser Welt müssen wir ja auch den nächsten Vogel bekommen. Dann haben wir den größten Vogel. Toll. Ja. Und dann gibt es gar nicht mehr so viel, was wir... Ich dachte jetzt, da kommt ein Monster auf mich zugeflogen, aber es war nur so ein kleiner Scheich. Das war knapp. Ich weiß nicht, wo es jetzt lang geht für das Item, aber das hier unten sieht verkackter aus.
Was zur Hölle? Okay, ich muss mich bestimmt so rum da drehen. Oh, meine Güte, das war extrem krank. So, warum muss ich mich hier drehen? Bestimmt auch so rum, ne? Ich hasse falsche Sprungfedern, ernsthaft. Puh, Spiel! Das ist total unangenehm von dir. Oh. Wahnsinn. Vor allem, ich habe den Level geschafft, ohne das mehrmals probieren zu müssen. Ich glaub's ja nicht. Puh. So, der nächste wir haben ist Fulvarin. Awesome. Er ist so niedlich und klein und putzig. So, okay. Damit würde ich sagen, beende ich diesen Part und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Kurokurokurin. Vielleicht die vorletzte Folge schon. Bis dorthin. Tschüss.